Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid bei Schlecki LP. Ich bin der Matze und heute spielen wir mal wieder eine neue Folge Darkest Dungeon. Beim letzten Mal habe ich mir ja schon vorgenommen, dieses Mal in die Meereshöhlen zu gehen. Also packt die Gummistiefel aus, zieht die Regencapes an und dann würde ich sagen, klatschen wir heute mal ein paar Fische in die Ecke. Erstmal müssen wir aber die Ladezeit in die Ecke klatschen. Das dürfte aber auch gleich geschehen sein. Jawohl, und da sind wir wieder. So sieht das nämlich aus, wenn er das sagt. Okay, schauen wir mal eben. Reynold ist nach wie vor immer noch, ich glaube, im Kloster zugegen. Diesmal ist ein bisschen am Suppen. Der Bortelaire muss sich auch ein wenig selbst geißeln. Aber wir haben ja noch genügend andere Jungs und Mädels hier, die wir mitnehmen können. Also würde ich sagen, brechen wir einfach direkt auf. Die Meereshöhlen sind diesmal das Ziel. Wir müssen 100% aller Raumkämpfe abschließen. Und wir nehmen heute einfach mal mit. Wir könnten natürlich hier den Rames mitnehmen, aber der ist noch völlig unerfahren. Ich hätte gerne dabei... Moment. Poe hätte ich ungerne dabei. Die kann auch, glaube ich, gerade gar nicht. Die ist unpässlich, also weg. Dirk ist auch... Ah ne, Dirk ist im Team. Ich glaube, Dirk nehmen wir auch mit. Der hat beim letzten Mal ja wirklich die Scheiße gerockt. Also kann der eigentlich auch mit. Nathan. Meereshöhlenhasser, okay. Damit hat sich der Kollege gerade auch erledigt. Rames, vielleicht gehen wir doch nochmal eben einmal kurz zurück nach Hamlet. Schauen mal eben, was es hier noch gibt. Genau. Stimmt, ich erinnere mich. Gut, wir haben noch den guten Bon Valet, den packen wir auch ein. Und wir nehmen mit... Der gefällt mir nicht. Na, ah, Meereshöhlenhasser. Nee, das geht nicht. Das können wir einfach nicht machen. Ich glaube, wir packen einfach tatsächlich den Kollegen ein. Und brauchen jetzt noch jemanden, der von der dritten Posi aus was machen kann. Unsere Grabräuberin hier könnte natürlich von dort aus wieder ein bisschen Gift verteilen. Ansonsten... Helga. Helga ist am Start. Ich glaube, Helga kommt diesmal doch für Dirk mit, damit wir ein bisschen Heal dabei haben. Und Helga kann ja auch, wie wir alle wissen, ordentlich zucritten, wenn sie denn will. So, jetzt ist noch die Frage, wen wir auf die dritte Posi setzen. Der Rusell vielleicht. Der könnte eventuell was reißen. Und ich glaube, den packen wir jetzt auch einfach mal ein. Im Inventar haben wir hier noch... Okay. Das sieht doch sehr gut aus. Das bekommt er. Haben wir hier noch Schaden gegen Menschen und weniger Ausweichen, Widerstand gegen Gifthauch, weniger Ausweichen, Widerstand gegen Schwächung. Schaden gegen Menschen gefällt mir irgendwie ganz gut, wobei wir, glaube ich, in den Meereshöhlen eher auf Fischiges treffen. Also ziehen wir einfach mal so los. Ordentlich Futter einpacken. Ich habe jetzt auch gar nicht darauf geachtet, wie groß das Ganze hier ist, aber ich schätze mal... eher klein. Nehmen wir noch 10 Fackeln mit. Sagen wir mal 2 Bandagen, einen Schlüssel, eine Schaufel. Ich hoffe, eine Schaufel reicht. Und dann brechen wir einfach mal auf. Die schuppige Haut des Fischvolks gewährt eine erhöhte Resistenz gegen Angriffe mit Bluten. Das ist gut zu wissen, denn brauche ich mir da gar keine allzu großen Hoffnungen machen. Aber vielleicht lassen die Jungs sich ja vergiften. Wir schauen einfach mal und hoffen mal, dass wir das Ganze irgendwie hinkriegen. Oh, sehe ich da glitzernde Münzen? Oh. Okay. Er hat sich nicht alles eingesteckt. Sehr schön. Ich hätte jetzt gedacht, er greift zu. Oh, und da wird es gleich fischig.
Dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn da? Der Tiefseetummler. Der Tiefseetummler hat tatsächlich eine erhöhte Resistenz gegen Bluten, ist aber ansonsten sehr, sehr anfällig. Gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Dann machen wir hier vielleicht zuerst das hier. Zwei bis vier Schaden oder aber in der Auswahl drei bis fünf. Ansonsten könnten wir hier noch dieses Fernkampf-Solo raushauen, was alle treffen würde, aber wodurch er sich auch ganz nach vorne katapultieren würde. Und hier hätten wir nochmal eine Stresslinderung. Ich denke, wir hauen einfach mal den Schnitt raus und hauen den Radling. Soweit, so gut. Da in Retour gibt es nichts. Gut, das war jetzt alles nicht schön, aber auch noch nicht wirklich dramatisch. Ich denke, ich versuche jetzt erstmal den Kollegen hier wegzukriegen. Ja, ich habe die leise Befürchtung, dass dieses Setup hier irgendwie Grütze ist. Aber wir schauen mal. 3 bis 7. Kommen wir direkt auf den, der widersetzt sich. Das ist schlecht. Zumindest zwei schon mal ganz gut geschwächt. Ich glaube, er knallt jetzt doch mal eben ein Solo raus, auch wenn er damit ganz nach vorne geht. Aber die allgemeine Schwächung ist, glaube ich, durchaus nützlich. Eieiei, das könnte eine harte Nummer hier werden. Wunderbar. Helga crittet sich wieder durch die Reihen der Fischköbbe. Was machen wir hier nun? Wenig sinnvoll. Ich glaube. Wow, das war auch sehr nett. Das entstresst auch alle ein wenig. Das Bollwerk des Glaubens brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Du klopfst einfach mal weiter hart zu. Sehr gut. Er kann gerade nichts Großartiges tun, außer nochmal ein Solo spielen. Das machen wir auch, um die Schwächung aufrechtzuerhalten. Hier setzen wir weiter auf Kopfgeld einfordern. Und Helga kann mal da hinten hinhauen. Ich habe leider nicht wirklich Fähigkeiten dabei, die Gruppendamage raushauen. Deshalb könnten diese ganzen Kämpfe hier sehr langwierig werden. Das ist auch eine Sache, auf die ich überhaupt nicht geachtet habe. Ich hoffe, das rächt sich am Ende nicht. Aber bisher sieht eigentlich noch alles ganz gut aus. So. Jetzt mache ich fertig. Sehr schön. Das war der erste Kampf. Der ist eigentlich ganz erfolgreich beendet worden. Also schauen wir mal weiter. Da ist eine Schatztruhe. Meine Herren, Kerl. Diese Narren. Oh, verdammt. Das war anders geplant. So. Zack. Du dahin. Du dahin. Ja, dann schauen wir mal, was uns in diesem Raum hier erwartet. Nichts. Das ist mir ganz recht. Hier können wir unsere Schaufel gebrauchen. Immer diese verdammten Schiffswracks in den Meereshöhlen. Wer kennt sie nicht? Oh, es wird Zeit, mal wieder ein bisschen Licht anzumachen. Zack. Und ab in den nächsten Raum. Schön, da geht unsere
unsere Scout-Fähigkeit an. Wir haben also als nächstes ein Hindernis und eine Kuriosität vor uns, aber kein Fight. Gut, hätte ich mal ein paar mehr Schaufeln eingepackt. Egal, dann müssen wir es so machen. Stressen ein wenig, aber egal. Der kann mal eben zweimal was futtern. Und dafür auch zur Belohnung in die Kiste gucken. Da gibt es ein paar Wappen, das ist sehr gut. Die können wir gebrauchen. Zünden nochmal wieder eine Fackel an, um den Überraschungsmoment weiterhin auf unserer Seite zu haben. Umso heller das Licht, umso höher die Chance, Gegner zu überraschen. Hier gibt es wieder Kuriositäten und eine Falle. Ich hoffe, ich habe irgendjemanden dabei, der sich ein wenig mit Fallen auskennt. Na komm, du bist doch eh immer so ein Geier, dann kannst du da jetzt auch mal hinzugreifen. Ei, da hat er sich eine hässliche Wunde zugezogen. Zum Glück haben wir Bandagen dabei. So, 50%, 90, 80, dann ist klar, dass du da mal eben zugreifst. Gut, das war jetzt nicht so toll. Hier gibt es nochmal was zu futtern. Du guckst dir mal, obwohl, Helga, du kennst dich doch mit Pflanzen aus. Aha, eine beruhigende Wirkung. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Bis jetzt ist das noch alles sehr okay. Wieder kein Kampf. Dafür aber auf dem nächsten Übergang. Dann gibt es noch einen Raumkampf mit Kuriosität. Also auf den nächsten Metern stehen uns auf jeden Fall zwei Kämpfe bevor. Einmal hier wieder gegen die Kollegen Fischköbbe, die auch gleich mal verfehlen. So mag ich das. Sehr gut. Ein bisschen Glück muss man einfach auch mal haben. Ich glaube, der gute Roussel bleibt jetzt erstmal da hinten, um ein wenig Damage zu machen. Was ist hier der Unterschied? Das verteilt Bluten und das auch. Okay. Da die Dinger aber eine gute Resi dagegen haben. Ha! Wollte ich gerade sagen, brauchen wir uns da nicht zu große Hoffnung machen, aber den Fischi hier hat es jetzt doch die Monatsblutung aufploppen lassen. Helga. Helga kann, glaube ich, mal eben so einen Frontmann hier heilen. Um auf Nummer sicher zu gehen. Hier werden wir Kopfgeld einfordern. Und zwar bei dem jungen Herrn hier. Und Abwehr plus Stresslinderung plus Fackel. Machen wir später. Ich würde sagen, erstmal versuchen wir schon mal einen rauszunehmen. Das hat sehr gut geklappt. Da ist auch gleich der Kadaver explodiert vor lauter Fischigkeit. Gut, weiter geht's. Schnitt auf den mit der Hoffnung auf. Ne, der hat sich der Blutung widersetzt. Dafür weichen wir ziemlich gut aus. Das gefällt mir. Zack. Da kriegt der einen auf den Deckel, weil der mittlere hier noch seine Blutung hat und damit eh pro Runde einen Schadenstick von 3 kriegt. Hat jetzt eh nur noch 3 Hitpoints und müsste damit in der nächsten Runde dann auch weg vom Fenster sein. Also machen wir jetzt Folgendes. Kloppen auf den. Hauen nochmal auf den drauf. Löschen ihn aus und sehr gut, weil das ist ja unglaublich, wie wir hier am Ausweichen sind. Dann kann Helga jetzt auch noch mal eben eine Heilung verteilen, damit wir weiterhin auf der sicheren Seite sind. Da ist der Bluttick, der uns die Kreatur aus dem Spiel nimmt. Und hier gibt es nochmal einen Schnitt. Ohne Blutung, aber Moment, bevor du jetzt den Kehr kaputt haust, würde ich sagen, gibt es hier nochmal so eine kleine Heilung mit Stressminderung auf den Kollegen. Und der darf ihn jetzt auch wegkloppen. Sehr schön. Sehr guter Kampf, das lief wirklich optimal. So, schauen wir mal in die Kiste hier rein. Da gibt es Erbstücke, ein paar Wappen. Das ist sehr, sehr gut. Haben wir irgendwas, was uns gegen die Schwächung helfen kann? Ich glaube nicht. Also gehen wir einfach rein. Ich wollte noch gerne vorher eine Fackel zünden. Das habe ich jetzt natürlich verpeilt.
Oha, also diesmal gibt's einiges an ekeligem Gedöns, einen Tiefseewächter, eine Dornenqualle und einen ertrunkenen Diener. Der Tiefseewächter hat eine hohe Resistenz gegen Bluten. Die Dornenquallen auch. Der Kollege hier hat eine hohe Resistenz gegen Betäuben. Okay. Schauen wir mal, was wir draus machen können. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht hier eine Blutung drauf kriegen, weil die Wahrscheinlichkeit hier noch größer ist als bei dem Tiefseewächter. Das könnte auf jeden Fall ein harter Kampf werden. Die verteilen gut ihre Schwächungen. Sehr gut. Hauen auch einigermaßen ordentlich zu, verteilen Blutungen. Dafür haben wir aber noch eine Bandage, die ich auch gleich benutze. Und glaube, wir versuchen erstmal das Vieh hier rauszunehmen, weil das stinkt durchaus fischiger als der Schwabbel. So. Könnten natürlich ein Solo jetzt spielen. Damit wäre er zwar erstmal aus dem Spiel genommen. Ich glaube, das tun wir auch. So. Sehr schön. Okay, betäubt und Schwächung. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Das hier wird langsam schon dramatischer, weil der Kollege hier doch mittlerweile ordentlich Damage kassiert hat. 10 da hinten. Das wird dann gleich mal sehr gut. Das hat ganz hervorragend geklappt. Aha. Da wird sich gebufft. Ich glaube, Helga muss jetzt leider erstmal hier für Heilung sorgen. Die Rache. Oh, krass. Hochinteressant. Was war das denn? Das Viech hat sich, glaube ich, gerade in die Luft gesprengt und hätte wahrscheinlich, wenn wir uns nicht alle widersetzt hätten, mordsmäßigen Damage oder so verteilt. Das ist gut fürs nächste Mal zu wissen, denn ist das wahrscheinlich eher der Gegner, den man als erstes aus dem Spiel nehmen sollte, bevor er diese Attacke macht. So. Du kriegst jetzt erstmal ein. Oder auch nicht. Dann versuchen wir jetzt mal, den hier rauszunehmen. Das hat leider auch nicht so geklappt, wie ich das gerne gewollt hätte. Ich glaube, ich bleibe aber dabei, erstmal den wegnehmen zu wollen. Aber das können wir so oder so nicht, weil wir nur 2 bis 4 Schaden machen. Dann kann man, glaube ich, besser hier hinten auf mehr Schaden gehen. So. Eieiei. Ich habe jetzt auch keine Bandage mehr. Das ist weniger gut. Ich glaube, zack. Das mal raus. Ach mein Gott, warum müsst ihr denn jetzt alle so viel bluten? Das passt mir gar nicht in den Plan. So, weg mit der Qualle. Und jetzt müssen wir doch auch mal irgendwie diesen Kollegen hier wegbekommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eieiei, und jetzt klatscht er mir hier noch halt meine Narre aus den Socken. Okay, Helga. Der hat noch 11, der 6. Ich glaube, da müssen wir leider den Rusell heilen. Junge, 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 das passt mir gerade alles gar nicht. Gut, Helga. Da nochmal eine Heilung. Und weg mit dir. Gut, das war jetzt tatsächlich ein haariger Kampf, möchte ich mal sagen. So, du gehst wieder dahin. Du guckst mal in die Muschel rein. Sehr gut, da haben wir für den weiteren Verlauf noch eine Schaufel bekommen. Gut, so viel haben wir nicht mehr vor uns. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das irgendwie gut geht. Da gibt es gleich den nächsten Kampf. Und die Blutticks richten uns langsam zugrunde. Jetzt müssen wir irgendwie sehen,
dass wir am Leben bleiben. Oder aber, das hier ist dann tatsächlich das erste Abenteuer, in dem dann auch mal jemand stirbt. So, wer ist mir denn unsympathischer von euch Fischköppen? Ich würde mal pauschal sagen, so eine Qualle hier. Okay, ich glaube, Helga konzentriert sich jetzt nur noch aufs Heilen. Möchte nach Möglichkeit irgendwie versuchen, zumindest Helga hier lebend rauszubekommen. Puh. Das könnte aber schwierig werden. So, hier nochmal drauf. Der weicht natürlich aus. Jetzt wird es langsam richtig, richtig haarig. Weil die sich jetzt auch natürlich alle ein wenig auf die Heilerin eingeschossen haben. So, du haust jetzt mal da drauf. Genau das hatte ich gehofft, dass wir den wegkritten. Sehr schön. Du nimmst dir den Jung vor. Auch sehr gut. Das hat uns auch ein wenig gestresst. Eieieiei. So, Uzel befindet sich an der Schwelle des Todes. Wenn ein Held auf 0 Lebenspunkte fällt, steht er an der Schwelle des Todes. In diesem Zustand erleidet er einen Wertemalus und weiterer Schaden könnte ihn töten. Heile deinen Helden, um ihn vor der Schwelle des Todes zu bewahren. Das Ganze schaut jetzt so aus. Wir haben quasi nur noch 0 HP. Und der nächste Schaden, der mich trifft, sei es durch einen Blutungstick oder durch einen Schlag oder woher auch immer, kann den Helden nun aus den Socken klatschen. Muss aber nicht. Ich muss gerade mal überlegen. Muss nicht. Also ich meine, dass das so eine 50-50-Chance ist, dass man das Ganze dann trotzdem auch noch weiterhin überleben kann. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das war, glaube ich, bei den Blutungsticks so, wenn man Schaden bekommt, haut es einen entweder dann um und der Charakter ist dann endgültig für immer und unwiederbringlich tot. Oder man widersetzt sich dem Ganzen. Wir schauen mal, ob wir das irgendwie hier jetzt noch zum Laufen bringen. So. Helga kann ihn erstmal von der Schwelle des Todes wieder wegbringen. Das ist sowas wie eine letzte Chance quasi, den Charakter nochmal zu retten. Hier gehe ich damit mal auf Helga, einfach damit die noch ein bisschen mehr Puffer hat. Okay, der weicht aus. Ich hoffe, dass wir ihn nicht umklatschen. 2 Lebenspunkte hat er immer noch. Aber Uzel macht den Job. Sehr, sehr gut. Hui, anstrengend. So, das jetzt? Ich würde sagen, da wird ein bisschen gefuttert. Da wird ein bisschen gefuttert. Der kriegt einen. Helga kriegt auch nochmal einen. Einen lassen wir, eine Ration bleibt Notreserve. Und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze jetzt irgendwie gedeichselt bekommen. So, Bonvalet ist eigentlich noch am fittesten. Der kann jetzt mal hier reinschauen. Ach, da gibt es gefährliche Krankheiten. Die rote Seuche. Was zur Hölle ist die rote Seuche? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Da, die rote Seuche. Auha, Widerstand gegen Bluten ordentlich runter. Max Lebenspunkte runter. Eieieiei, ich weiß schon, wer gleich auf jeden Fall irgendeinen Arzt aufsuchen muss oder ähnliches. Raumkampf mit ganz vielen wundervollen Gesellen wie dem ertrunkenen Diener, der Meeresschnecke, dem Tiefseetummler und dem Tiefseeschaman. Das kann ja ein Riesenspaß werden. Ich freue mich. So, mit dem können wir eh nur diese hier treffen. Schauen wir mal hier. Dann nehmen wir das und hauen direkt auf ihn. Und der Dicke hier vorne, der muss, glaube ich, definitiv weg. Das haben wir damit erledigt. Das ist sehr schön. Hier gibt es jetzt... Ich
würde sagen, mach ihn fertig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Helga. Helga heilt weiterhin. Und zwar sich selbst, weil Helga möchte ich ungern verlieren. Da gibt es eine Stresswelle. Eieiei. Aber Helga ist stressmanagement-technisch eigentlich noch gut unterwegs. Deshalb schockt mich das jetzt nicht ganz so. Was macht er? Ruf aus der Tiefe. Stärkung. Uiuiui. Okay. Hier können wir wieder nach da hinten Schaden machen. Wow, das haut richtig rein. Sehr, sehr gut. Mit Blutung. Ein Traum. Ich glaube, dann sind wir auch so kühn und versuchen, den gleich rauszuhauen. Das klappt. Helga heilt sich selber ein Stück. Sehr schön. So, und sei du jetzt einfach mal ein richtig, richtig guter Kreuzfahrer und hau ihn weg. Naja. Aber ich glaube, die olle Schnecke hier hat auch ordentlich Resistenzen. Deshalb sei es drum. Okay. Mach ihn fertig. Salzlauge. Das hört sich eklig an. Das tut weh. Aber wir haben uns zumindest widersetzt gegen irgendwas. Okay. Er kann gerade nicht so viel machen, deshalb gibt es einfach eine Stresslinderung auf sich selbst. So. Und machen fertig. Hervorragend. Sehr, sehr schön. Das hat doch gut geklappt. Einmal alles einsacken. Aber uns steht definitiv noch irgendwo ein Raumkampf bevor, in diesem letzten Raum wahrscheinlich. Ich würde sagen, er hier futtert nochmal die letzte Ration. Die vier hier will ich mir auf jeden Fall aufsparen, sollten wir nochmal quasi eine kleine Gruppenmahlzeit einnehmen müssen. Ja, erstmal stumpf in die Falle genatscht. Ach ja, greif einfach zu. Tu dir keinen Zwang an. So, schön die Fackel, also schön alles hell halten. Du bist eh schon komplett verseucht, dann kannst du da auch nochmal im Reinschauen. Ich hau mal einen Schlüssel, okay. Ja, natürlich, man haut natürlich auch Schlüssel in Fischkadaver rein, um sie zu öffnen. Da gibt's die nächste Krankheit an der Hacken, aber wir haben uns widersetzt, weil wir sie wahrscheinlich eh schon haben. So Pestbeulen-mäßig. Das sieht gut aus. Wir sind jetzt auch am Ende des Flurs. Ja, dann verbrauchen wir jetzt nochmal eben alles, was wir hier an Mahlzeiten haben. So. Gehen rein und stellen uns dem letzten Raumkampf. Gleiches Setup wie eben. Ich hoffe, wir haben nochmal so viel Glück wie eben, weil das ging ja eben wirklich ganz hervorragend. Schauen wir mal. So, mach ihn fertig. Wen machen wir denn fertig? Ich würde sagen, erstmal wieder den Kollegen hier, weil ich spreng mich in die Luftfähigkeit von vorhin, der traue ich überhaupt nicht über den Weg. So, Helga, haut mal einfach 3 bis 7, das reicht eh nicht. 3 bis 7 reicht auch nicht, ich glaube. Wir hauen mal da drauf. Wir verteilen den Schaden gerade mal irgendwie großzügig. Du machst ihn fertig. Sehr gut. Da gibt es wieder Salzlauge. Eieiei, das dürfte schon wieder die Schwelle des Todes sein. Okay. Krass, das Viech kann heilen. Gut, dann weiß ich, wer jetzt auf jeden Fall als erstes oder als zweites, die dicke Meuchelleiche da ist ja schon beseitigt. Der hier muss weg. So, sehr gut. Helga rettet Roselle. Das ist auch gut. Der Kollege kloppt auf das Ding. Die Schnecke ist EC, da müssen wir eh ein paar Runden drauf, drauf kloppen. So, verteil doch mal. Oder hau ihn gleich ganz weg. Das ist auch super. Schön. Das sieht doch alles gut aus. Ich glaube, die Heilung sparen wir uns jetzt einfach mal auf den Glück. Und kritten lieber nochmal eine Runde. Helga, du bist es einfach auch. Du bist es und keine andere. Zack. Hervorragend. Das hat doch
ganz, ganz super geklappt. Alles einsacken. Da haben wir es geschafft. Setzen das Abenteuer aber nochmal eben fort. Helga, mach mal da die Truhe auf. Benutzen Schlüssel. Kann nicht benutzt werden. Dann mach einfach so auf. Da gibt es nochmal ein bisschen extra Kohle. Super, das war haarig. Das war tatsächlich haarig, weil ich einfach die Gruppenzusammenstellung ein bisschen verkackt habe. Also so ganz ohne ohne Massendamage ist das Ganze auch ein bisschen schwierig. Wir haben es trotzdem irgendwie gemeistert. Haben gut abgesahnt. Was kriegen wir hier? Nekromanie ist fasziniert von Leichnamen, was auch immer das bedeuten mag. Und Blitzheiler. Okay. Und Rames ist wissbegierig, besessen davon, Wissen anzuhäufen. Ich schätze mal, der plündert dann immer die Bücherregale, wenn er welche sieht. Und Macht der Verzweiflung. Plus 3% Crit bei Lebenspunkten unter 50%. Das ist doch völlig okay. Nebenbei hat sich Bonvalet noch eine wunderschöne Krankheit eingefangen. So. Zurück im Dorf. Was machen wir denn jetzt mal? Ich würde sagen, auf jeden Fall bete zu einer höheren Macht. Ich muss mal eben schauen, wo wird man denn nochmal die Krankheiten los? Dort wird man Krankheiten los. Krankheitsabteilung. Dip, dip, dip. Wo ist er? Bonvalet. Hauen wir mal da rein. Die rote Seuche, das kostet 750. Das machen wir doch glatt. Po war ja letztes Mal, oder konnte beim letzten Mal nirgendwo mehr untergebracht werden, um ihren Stress zu heilen. Wie sieht es diesmal aus? Ja, die können wir mal eben an die Bar setzen. Haben wir noch irgendjemanden? Roussel, der kann ins Bordell. So. Rames geht noch. Dirk geht. Diesmaß ist auch immer noch sehr gestresst. Kannst du irgendwas im Kloster machen? Nee, der muss noch ein bisschen warten. Wie lange sitzt eigentlich Reynold noch da drin? Okay. Mach mal einfach, Kerl. Mach mal einfach. Dann haben wir... können wir die Liste irgendwie erweitern? Erweitert die Heldenliste? Ja, können wir alles. Sehr gut. Dann packen wir doch einfach mal ein. Die Arbaleste. Was haben wir hier so? Okay, und der... Okay, da schauen wir dann beim nächsten Mal. Wenn ich hier so gucke, haben wir auf jeden Fall diese beiden, die mitkommen könnten auf das nächste Abenteuer. Dirk haben wir immer noch in der Hinterhand. Ribu, da müssen wir mal schauen. Zur Not holen wir uns hier noch einen Kreuzfahrer oder nehmen Rames nochmal mit. Vielleicht kann der Kerl auch einfach verbessere Kampffähigkeiten. Nicht irgendwas, wo wir auch noch Kampffähigkeiten dazulernen können? Ich weiß es nicht. Mensch, wir haben hier immer noch nicht alles freigeschaltet. Interessant. Nun gut, das war's für dieses Mal. Beim nächsten Mal gehen wir, glaube ich, mal ins Labyrinth. Da waren wir noch nicht. Da kann man noch ein bisschen was machen. Hier haben wir einen Erkundungsfeldzug in einem aberwitzigen Tunnelsystem. Schließe 100% aller Raumkämpfer ab. Pestdoktorin bekommt hier leckere Rauchkugeln. Da geht einiges. Das gibt's dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein.